muss es ein Prowler-Versteck geben. Da ist es. Vielleicht muss ich ihn woanders hinbewegen. So, wie kann ich den Kram bewegen? Im Moment. Kann ich den Kram bewegen? Davon habe ich schon viele geöffnet. Immer her damit. Kabelsalat hier. Noch einer weniger. Du hättest nicht herkommen sollen. Hey, Leute, Leute, Leute. Für einen Hinterhalt müsst ihr euch cleverer anstellen, ja? Aaron hatte recht. Sie waren hinter seiner Technik her. Alles in Ordnung, Junge? Es gab ein paar unbefugte Zugriffsversuche auf meinen Vorrat im Versandhof. Ja. Die Gruppe, die Lee entführt hat, war hier. Sie müssen echt gut sein, wenn sie es gefunden haben. Nicht mal dein Vater hat's geschafft. Dad? Das war der erste Showdown zwischen Officer Jefferson Davis und dem Prowler. Ich musste stundenlange Frachtcontainer warten, nur um ihn abzuhängen. Ich wünschte fast, er hätte mich damals dort erwischt. Ich wollte nie, dass er da reingerät. Naja, ich bin froh, dass du da jetzt raus bist. Pass auf dich auf, Onkel. Du auch, Mann. Mach ich. Zeigt ein Prowler-Versteck in der Nähe. Da ist es. Das sollte ich verschieben können. Jetzt halten wir das Rad schon fest. Ein Versteck ist sicher.
Oh, mein Anzug ist mir ganz schön ramponiert hier. Gleich mal wieder umziehen. Ganz schöne Kratzspuren drauf. Nachricht aus dem Versteck in meiner alten Wohnung. Du hast im Penthouse gewohnt? Damals, in den frühen Prowler-Tagen, als ich für Fisk gearbeitet habe. Fisk? Ja, ich weiß. Ich weiß noch, wie ich die Schlüssel bekam. Ich wollte meinen großen Bruder so sehr beeindrucken. Aber er schämte sich, denn er wusste, wie ich sie bekommen habe. Was immer Dad auch gedacht hat, er hat dich immer geliebt. Ich weiß das zu schätzen, Neffe. Vielleicht glaube ich es auch eines Tages. Ich weiß immer noch nicht vieles über Onkel Aaron und Dad. Welche Geschichten sie wohl noch hatten? Sollte noch ein Prowler-Versteck sein. Sollte ich Spinnenverstecke in der Stadt anlegen. Ich brauche einen besseren Winkel zum Hochziehen. Hat so viele schlechte Spionagefilme gesehen. Prowler ist doch niemals ohne Failsafe an den Lasern vorbeigekommen. Irgendwas hier muss doch das Laserfeld deaktivieren. Ziehen. Oh, na bitte. Offenbar hast du mein Versteck in Hunters Point gefunden. Prowlers erstes Trainingsgelände. Warte, echt jetzt? Ich musste meine Technik an einem geheimen Ort testen. Wie bist du mit deinen Ketten zurechtgekommen? Ich hab das Gleiche getan. Ha. Vielleicht sind wir also dort verbannt. Ja, nur hast du deine Technologie gestohlen und mich hat eine Spinne gebissen. Du bist mir noch die ganze Geschichte schuldig. Denn ich hatte schon eine Million Spinnenbisse, konnte aber nie an Wänden laufen. Sorry, Spider-Codex. Na gut. Danke jedenfalls fürs Holen, Junge. So, zwei haben wir noch. Zwei Prowler-Verstecke. Das ist gleich hier vorne. Mal gucken, was Onkel Aaron ausgetauscht hat hier. Oder ausgehackt hat. Prowler-Code hat Onkel hier ein Versteck gehabt.
Kann ich hier noch runterhüpfen? Okay, scheint hier unten zu sein. So, oben nicht. Irgendwo hier. Sag mal. Blockiert. Ups. Langsam habe ich's drauf. Ich glaube, ich kann das Dampfrohr hochziehen. Das war's? Ich sehe, du hast mein Lager im alten Radiosender ausgeräumt. Hab mich schon gefragt, wo ich war. Zu meiner Zeit war dieser Sender die heißeste Adresse in Brooklyn für aufstrebende Hip-Hop-Künstler. Waren du und Dad auf Sendung? Wir waren nah dran, aber in letzter Minute haben sie uns mit dieser Supergroup aus Station Island ersetzt. Ich hab noch deine Beats, wenn du sie willst. NYC ist nicht bereit für ein Prowler Spidey Mixtape. Mach dir nichts draus, Junge. So, das letzte Prowler-Versteck ist wo? Die Maske ortet hier irgendwo ein Prowler-Versteck. Blockiert, okay. Ich hab das voll drauf. So, hochziehen. Die Platte schwingt wohl nach oben. Noch eine Sicherheitsebene. Diese Tür ist verstärkt und wird von einem elektrischen Overlay gesteuert. Das System hat keinen Strom. Ich muss es wieder zum Laufen bringen. Zack. Er ist es nicht. Nein. Der Generator läuft schon mal. Aber ein bisschen mehr Strom wäre nicht schlecht. Nochmal? Nee. Danke, Sonne. Jetzt? Das hat nichts gebracht. Und wir haben einen Gewinner. So. Schon gucken. Tududum. Auf jeden Fall echt viel krass Technik hier drin, ne? Komm schon.
So, was heißt jetzt Paula Versteck? Und du? Gibt's einen Bonus? Gibt nix. Moment. Missionen. Paula Versteck hat 7 von 7 abgeschlossen. Möchten euch die Game schwingen? Hey Kleiner, hast du meinen Vorrat am Käfig? Der Käfig? Ich wusste, dass ich ihn kenne. An der Westseite des Gebäudes hat man einen guten Blick auf die Kerbe. Einer der legendärsten Streetball-Plätze auf der Welt. Bevor ich anfing zu stehlen, hatte ich die meisten meiner Kämpfe mit deinem Vater auf diesem Asphalt. Ach was, du hast gegen Dad gespielt? Nee, wir haben Krieg geführt. Aber als Zweierteam haben wir zusammengehalten. Er hatte die härteren Moves, ich die größere Klappe. Wir waren unbesiegt. Wie wär's, wenn wir nach deiner Entlassung hier ein paar Bälle werfen? Vertrau mir, Neffe. Das willst du nicht. Komm schon. Ich hätte noch Platz für eine neue Trophäe. Bis dann, Onkel. Onkel Aaron hat hier ein Versteck. Ich sollte es finden. Ja. Könnt die Schalltafel rausziehen. Schaltkasten. Ich schock mich mal da rein. Das hat die Tür nicht geöffnet, aber den ersten Schalter aktiviert? Es muss noch mehr Schaltkästen geben, die den Rest aktivieren. Aaron muss einen Timer eingestellt haben. Ich muss die Kästen zünden, bevor er abläuft. Kasten. Ja! Und noch einer. Das waren alle. Jetzt sollte ich zum Versteck können. Ich muss sagen, ziemlich kreativ. So, das war jetzt aber wirklich der letzte hier. Dann müssen wir hoffentlich eine Belohnung bekommen hier. Paula Versteck. Denn mir ist bei der Mission auf der Karte nicht richtig angezeigt. Schon gesagt, ich habe alles. So.
Na? Onkel Aaron, meldest du dich? Onkel Aaron. Ist das ein bisschen Bug hier oder was? Platz für die Zukunft. Finde heraus, was Onkel Aaron vorhat. Sehr schön. So, Onkel Aaron, wo bist du? Mein Anzug synchronisiert sich. Genau da, wo ich mich mit Onkel traf. Vielleicht hat sein Code Fehler. Ich sollte mal nachsehen. Onkel? Onkel Aaron? Wo ist der hin? Er hatte hier ein Versteck. Was hatten Sie damit vor? Von unserem Wohnblock. Er würde da doch keinen Überfall planen, oder? Ich sollte schnell nach Hause. Okay. Was hat Onkel Aaron jetzt vor? Ich dachte, das ist ein guter. Verbeut er hier seine Taten? Was tust du da, Onkel Aaron? Nach Hause, okay. Ich hoffe, das ist nicht, wonach es aussieht. So, unser Rucksack. Umziehen, okay. Onkel Aaron? So, Esszimmer. Ah, ein Päckchen in der Küche. Nee, doch gar nicht. Ein Foto. Dieses Bild von Dad und Onkel Aaron, als sie Kinder waren. Plattenspieler ist weg. Hat er uns auch bestohlen? Eine von Dads Platten. Christmas Baby. Ich hab echt das große losgezogen. Onkel Aaron ist noch hier? Er darf dich noch mehr mitnehmen. Ich wusste, ich kann dir nicht trauen. Miles? Komm hier nicht mit Miles! Du verstößt gegen die Bewährungsauflagen. Du wolltest den Prowler in den Ruhestand schicken. Du hast gelogen. Wow, wow, wow. Jetzt mal langsam. Miro? Mom? Wir wollten dich überraschen, aber... Okay, was ist dir los? Als du deinem Onkel geholfen hast, war ich inspiriert. Trotz allem, was er getan hat, hast du ihm verziehen. Wohnt er jetzt bei uns? Also wollte ich das Gleiche tun. Ihm helfen, indem ich den Mietvertrag mit unterschreibe. Nochmal na, danke, wie geil ist das denn? Wird toll, wieder Familie in der Nähe zu haben. Ich mein's ernst. Kommst du toll? Der Prowler ist Vergangenheit. Ich will eine gemeinsame Zukunft. Als Familie. Das ist schön. Aber ich würde unser Dad drüber gefreut. Was ist das? Was ist das? Ein Prototyp aus meiner Zeit vor der ganzen Sache mit Roxxon. Könnte praktisch sein. Okay.
Onkel Aaron macht wohl wirklich Platz für die Zukunft. Ein Stock höher. Das Zeug muss ich ausprobieren. So, so. Hier Trophy mit unterzeichnen. Platz für die Zukunft abgeschlossen. Du hast den Prowler-Schlag freigeschaltet. Dein erster Nahkampfangriff aus der Tarnung ist stärker und schlägt Gegner zurück. Sehr gut. So. Anzüge. Haben wir neue Anzüge? So, welchen nehmen wir denn? So, Fertigkeiten habe ich glaube ich in 2 Punkte jetzt, ne? Genau. Für einen Sprung. Übergreifenden. Oder für Peter was? Den Spider-Shock, glaube ich. Ja. Was übersehen hier? Nö, ne? Nö. Okay. Tja, dann Geräte. Können wir Geräte was machen? Wir haben ein bisschen Stadtmarken haben wir auch gesammelt. Ne, haben wir nicht gemacht. Okay, alles klar. Tja, dann. Spaß gemacht. Bis zum nächsten Video. Euer Gamer Tim Drake.